Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Videos. Und zwar geht es heute mal um einen vermeintlichen Leak zu Borderlands 3 bzw. um den Inhalt des letzten DLCs mit dem Namen Director's Cut. Natürlich geht es in diesem Video nicht um 100%ig bestätigte Informationen der Entwickler, sondern um einen vermeintlichen Leak, der aufgetaucht ist und sich auch als Fehlinfo entpuppen könnte. Gerade im Videospielbereich gibt es immer mal wieder Leaks, die über noch kommenden Content informieren sollen, aber eben genauso oft gibt es später den Moment, wo man erkennt, dass man mit so einem angeblichen Leak komplett falsch gelegen hat. Nichtsdestotrotz gebe ich euch jetzt lieber den Hinweis, dass natürlich auch etwas an den Leaks dran sein könnte und ihr deswegen, falls ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, das Video an dieser Stelle beenden solltet. Sollten diese Informationen stimmen, denke ich, kann man davon ausgehen, dass es nicht nur Spieler von Borderlands 3 geben wird, die begeistert sein werden. Der Leak wurde vor einigen Stunden auf der Internetseite des Forbes Magazins veröffentlicht und listet die gesamten Inhalte des Director's Cut DLCs auf. Die Informationen sollen laut Forbes schon länger im Internet zu finden gewesen sein, allerdings erst vor kurzem von Spielern entdeckt worden sein. Laut den Leaks sollen drei neue Dinge nach Borderlands 3 kommen. Als erstes steht in den Inhalten vom Director's Cut Ava's Mystery Missions, Serie von 4, 1, Planet. Man kann also vermuten, dass es 4 Ava-Missionen geben wird und diese jeweils auf 4 verschiedenen Planeten stattfinden sollen. Über die Missionen selbst steht sonst nichts geschrieben, wodurch 4 Missionen erstmal recht wenig erscheinen. Die Frage ist nur, wie umfangreich sind die Missionen und kommen mit den Missionen weitere Inhalte oder sind diese nur eine Art Story-Erweiterung? Meine Hoffnung liegt nebenbei immer noch darin, dass diese Missionen uns zu Raid-Bossen führen könnten, was bei 4 verschiedenen Planeten auf 4 Bosse hinweisen könnte. Und an der Stelle wäre es mir auch egal, ob mich Ava zu den Bossen führt oder irgendjemand anderes aus dem Borderlands-Universum. Als zweiter Inhalt wird hinter den Kulissen aufgeführt, mit Dingen wie verlorene Filmvorschauen, Kurzgeschichten, Herstellervideos, Konzeptzeichnungen, Vignetten für verlorene Karten und vieles mehr. Ich stelle mir da nur die Frage, warum es solche Inhalte in einem Season Pass geben sollte. Ich meine, solche Dinge sind immer cool und gerade Dinge wie Konzeptzeichnungen sind interessant, wenn man darauf steht. Aber besteht da nicht auch die Gefahr, dass solche Inhalte ruckzuck auf diversen Internetseiten zu sehen sein werden und das auch noch gratis? Naja, und als drittes gibt es da dann die Vault-Symbol-Herausforderung mit exklusiven Ausrüstungsteilen als Belohnung. Ob die Vault-Symbol-Herausforderungen eine einfache Sammelaufgabe sein werden oder ob mehr dahinter steckt, wird auch hier nicht verraten. Aber Ausrüstungsgegenstände sind allgemein eigentlich immer gut. Die Informationen sollen sich übrigens auf der offiziellen 2K-Seite befunden haben, was den Leak untermauern könnte, aber da diese Infos wohl schon sehr früh online waren, kann es auch sein, dass diese Infos nur als Platzhalter, erste Ideen oder sonstiges dagestanden haben. Es heißt jetzt also erstmal abwarten, ob sich der Leak bestätigt und inwieweit die Inhalte das Spiel erweitern. Ich hoffe, dass die exklusiven Ausrüstungsteile einer anderen Seltenheitsstufe angehören, dass Ava uns mit auf die Jagd nach mächtigen Raid-Bossen nimmt und dass sich in den hinter den Kulissen Inhalten viele Easter Eggs befinden. Sollte das alles eintreffen, hat Borderlands 3 für mich einen passenden Endpunkt erreicht, mit dem das Spiel fast vollständig wäre. Natürlich gibt es noch weitere Dinge, die ich mir im Spiel wünschen würde, aber mit neuen Seltenheitsstufen und Raid-Bossen könnte ich mir die Zeit bis zum Release von Borderlands 4 ganz gut gestalten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem vermeintlichen Leak haltet, ob ihr damit zufrieden wärt oder was euch noch im letzten DLC fehlen würde. Aber damit würde ich mal sagen, war es das auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein!